世界の誕生の時、創造主は美しく輝く一つの星を使い、この世界を創造した。次に、創造主は聖なる天秤の力を用い、双子の女神を生み出し、世界の命運を象徴する創世歴を彼女たちに託した。数多くの生命が生まれ、自らの居場所を見つけた世界の住人たちは幸せに暮らしていった。幾千万年の時が過ぎ、創世歴は最後のページに近づいていた。新たな暦の制定が必要となるが、そこで二人の女神の意見は分かれてしまう。矛盾、争い、対立、論争はついに戦争へと発展してしまった。対戦の中で力の源となる聖なる天秤の場所を知った一方の女神は、天秤のバランスを崩してしまう。拮抗していた力は傾き、女神の力は世界の各地に散っていった。力を失い、争いに敗れた女神は残った力を使い、忠誠を尽くす精霊たちを逃がすことに成功する。そして最後の力を使い果たした女神は地上へ落ちてゆくのだった。Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme hier bei Twin Saga. Ja, wir befinden uns gerade am Bündnisposten. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir in der letzten Aufnahme gemacht haben. Ich glaube, das war die, wir haben die Senti-Quest-Reihe gemacht. Und auch ein paar Geheimquests. Also weiß ich doch, was wir in der letzten Aufnahme gemacht haben. Ja, so viel dazu. Und ja, wir wollten jetzt mit Narion reden und fragen, wie die Lage so ist. Ich bin ein bisschen, ich weiß nicht, also heiser kann man es nicht nennen, aber ich habe irgendwie so ein, seit heute Morgen ein Kloß im Hals. Der geht einfach nicht weg. Also falls meine Stimme so zwischendurch merkwürdig anhört, liegt es daran. Egal, ich wollte halt trotzdem aufnehmen, weil in der nächsten Zeit habe ich kaum Zeit aufzunehmen. Und ich muss auch... Ich wollte schon seit Todestan eigentlich anfangen, mein Intro zu schneiden. Also ich arbeite ja an ein neues Intro, weil es wird so langsam Zeit nach 100 Folgen. Und so habe ich alles bei Todestan, also als wir in Todestan waren, erklärt, beziehungsweise gesagt. Und... Ja, dazu brauchte ich halt Materialien, also Aufnahmematerial. Und ich bin immer noch am Sammeln. Ich habe schon angefangen, mein Intro zu schneiden und so. Hab bis jetzt nur so ungefähr 10 Sekunden oder 20 Sekunden vielleicht, wenn es hochkommt. Und mir fehlen noch so eine Minute an Material. Und ich bin halt immer noch am Sammeln. Warum ich das gerade erzählt habe, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, ach ja, stimmt. Normalerweise hätte ich mit dieser Stimme, mit dem Kloß im Hals nicht aufgenommen, weil das beeinflusst ja das Let's Play und so alles. Aber in der nächsten Zeit habe ich kaum Zeit, also ja. Deswegen sehe ich mich gezwungen, heute aufzunehmen. Ich glaube, man kann es auch hier erkennen, ne? Normalerweise habe ich mich immer eingeloggt kurz und dann bin wieder rausgegangen. Aber selbst hier in der letzten Woche hatte ich kaum Zeit dazu. Ich konnte nämlich nicht mal einloggen, so für eine Minute und dann wieder ausloggen, weil ich war die ganze Zeit nur unterwegs. Ja, gut, egal. Jetzt reden wir mit dem Elfenboten Narion. Ciaran, du bist zurück? Jane und JD, ihr seid auch da. Einer der Elben tritt aus dem Posten heraus, um euch willkommen zu heißen. Saphirstern JD, ihr kennt mich vielleicht noch nicht. Ich bin Narion, der Herold. Was? Der Herold? Meine Aufgabe ist es, alle gesammelten Informationen an Prinz Alphons weiterzuleiten. Narion, sind die anderen Speer schon zurückgekehrt?
Nun, alle außer Liv. Sie wollen, dass ich euch Bericht erstatte, was wir alles erfahren haben. Anhand unserer Nachforschung haben wir erfahren, dass die Himmelstreppe vom Rubinstern verborgen wurde. Der Rubinstern hat eine Armee ausgehoben. Was? Der Rubinstern hat eine Armee ausgehoben. Sie besteht aus allen, die gegen Arkadien und Albenheim entstehen. Okay. Sie nennen sich die Partisanen. Die Partisanen befinden sich, glaube ich, ja im Nordwosten. Ja. Habe ich gerade Westen gesagt? Westen. Ich habe gerade überlegt, ob das Westen oder Osten war und dann kam Westen dabei raus. Ja. Ich bin wieder mal so schlau. Der Rubinstern hat eine Armee. All das haben wir schon an Prinz Alphons weitergeleitet. Er hat uns Gundil geschickt. Dieser ist gerade angekommen und bereitet sich auf den Kampf vor. Ihr solltet besser zu ihm gehen und herausfinden, was los ist, denn ich habe keine Ahnung. Narion schüttelt verlegen den Kopf. Narion sagt, dass Alphons Gondel gesandt hat, um die Schlacht vorzubereiten. Berate dich mit ihm. Sprich mit Gonduil. Ich lese wieder viel zu schnell, ne? Ist eine ganz doofe Angewohnheit. Ich habe immer so Bücher gelesen, die verdammt dick waren. Zum Beispiel Eragon, Harry Potter und sowas. Und da habe ich mir angewohnt, verdammt schnell zu lesen, damit ich das so schnell wie möglich durch habe. Und vor allem, weil es auch ziemlich interessant war. Ich wollte halt immer wissen, was als nächstes passiert. Und da habe ich die Seiten einfach so schnell durchgerattert, dass ich das jetzt kaum... Dass es mir jetzt so schwer fällt, langsam zu lesen. Und ja... Ich sehe gerade, wir haben oben Post. Achso, das sind wieder die Auktionsdinger. Die lassen sich einfach nicht verkaufen. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen anfangen soll, weil ich habe eine Riesentasche. Ah, okay. Dann rüsten wir das mal direkt aus. Und das werde ich wahrscheinlich verkaufen müssen, weil das kauft irgendwie keiner. Das wahrscheinlich auch. Ist hier beim Bündnisposten irgendein Händler? Ich sehe da eine Geheimquest. Nee, das war die falsche Richtung. Ich sehe da eine Truhe. Und das ist... Kommen wir da runter? Mist. Heißt das etwa, dass wir... Ja, dieser Kloß. Dieser Kloß im Hals, da konnte ich kaum sprechen. Hab grad fett abgehustet. Da ist der fliegende Händler. Und ich hoffe, ich übersteuere nicht. Wie das sei. Keine Ahnung, was das heißt. Ich will es auch nicht usen, ich will es verkaufen. Was ist das? Stahlstieg, Geheimkurs. Ach ja. Das packe ich mal hier. Kann ich das jetzt wechseln? Das wollte ich eigentlich nicht so haben. Egal, was soll's. Dann muss ich da wohl... Obwohl, ich kann es ja sortieren. Jetzt habe ich 3 Rucksäcke, die ich nicht mehr brauche. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Kann ich das verkaufen? Weil... Ich kann es ja nicht im Account-Tresor legen. Ich finde es auch schade, die wegzuschmeißen. Aber was soll's. So, da habe ich mich endlich durchgerungen, die zu verkaufen, wegzuwerfen. So, Arcadia Park geht gleich los, also in 25 Minuten.
Wahrscheinlich auch noch in dieser Aufnahme, wenn es überhaupt dazu kommt. So, ist 79 Gold. Apropos Gold. Ich wollte noch ins Auktionshaus gucken, ob es so eine Formel fürs Brustpanzer gibt. Das mache ich mal eben schnell. Ja. Ist auf einmal so ruhig hier. So, da wären wir. Dann müssen wir. Okay, hat es kurz gehangen. So, Auktionshaus. Sonst. Ne, Formel. Ausrüstung. Level. Und dann. Achso, das ist dieses Schwert. Und das war's auch schon. Okay. Haben wir. Haben wir Verstärkungsrollen zu kaufen? Oder kann man die Brustpanzer hier kaufen? Also schon gefertigt, aber anscheinend nicht. Okay. Also Hilfsmittel wahrscheinlich, ne? Ja, Ewe-Rolle. So, ja. Alles verdammt teuer. 9000 nur für 50. Sind die so gut? So gut, dass die 9000, dass 50 Rollen 9000 Gold wert sind. Aber generell die so, keine Ahnung, also normale Verstärkungsrollen sind zum Beispiel, keine Ahnung, so 10, 20 Gold wert. Und dann direkt die nächste Stufe hier 250 und so. Genauso ist es auch bei den, was waren das denn, wie heißen die Stellarit-Evolutionskristalle? Da ist es ja genauso. Vielleicht kann ich das auch eben demonstrieren. Hier sind nur die Evo-Rollen, okay. War das Material hier? Nee. Sonstige? Ah, hier. So, hier. Stufe 1. 5 Gold. 10 Stück. Okay, Stufe 2. Oh. 2 geht eigentlich auch noch, ne? Aber hier. Die letzte Stufe direkt. 500. Vielleicht sollte ich das mal kaufen. Nicht, dass die am Ende noch voll teuer sind. Und dann von Stufe 3 auf 4. Circa das Zehnfache. 5000. Obwohl, ja okay, ich kann es doch einigermaßen verstehen, weil die machen auch einen ziemlich stark. Aber trotzdem. Hier 1, 5000. Ja. Oder ich kaufe es, wenn es soweit ist. Die nehmen nur Inventarplätze weg. Und ich kann hier ein Sentry Quest abgeben. Kein Problem. So, sonst. Okay. Dann gehe ich mal geschwind in den Werkstatt. Ach ja, ich muss glaube ich erstmal was auspacken. So. Brust. Achso. So, das waren die ganzen Truhen. Haben wir noch ein Inventarslot frei bekommen. Und dann. Ich hoffe, ich kriege das alles für 29 Gold ungefähr weg, weil ich will nicht unter 50 Gold kommen, falls die Formel kommt. Also die Formel für den Brustpanzer. Okay, ein Helm. So, dann 4 von den Armschienen. Dann ja, circa ungefähr 9 Gold weg. Dann, oh, 5. Jetzt muss ich mal rechnen. 10, 14 Gold.
Ja, 52 und davon. Okay, einen. Ja, müsste gehen. Letzte Stiefel und jetzt noch ein Gürtel. So, dann Fusion, Gürtel, Fusion, Armschienen, Fusion und Stiefel. So, das hätten wir auch schon mal erledigt. Wir haben noch ein Schwert. Das verkaufe ich. So. Dann einmal sortieren. Das sieht doch schon mal nice aus, ne? Obwohl wir so viele Materialien haben. Haben wir immer noch so viel Platz. Dann verlassen wir mal den Karawandel. Und dann können wir unser Abenteuer fortsetzen. Obwohl dieses Craften gehört ja auch zum Abenteuer, ne? Dazu. Wenn wir das nicht tun, dann würden wir nicht weiterkommen. So, da fängt auch schon die Musik an. Jetzt muss ich mal schauen. Wo geht's nur zurück zum Ada? Wir müssen mit Gondryl reden, beziehungsweise von ihm beraten lassen. Die Frage ist, wo ist der? Ah, da. Jake D, Jane. Schön, euch hier zu sehen. Gondryl lacht herzlich, als er euch bemerkt. Wir haben das Versteck der Partisanen gefunden. Es liegt gleich im Nordwesten von hier. Prinz Alphonse ließ Charles und mich zwei kleine Expeditionsstreite bilden. Charles hat seine Truppen bereits ausgesandt, um das Versteck der Partisanen auszuspähen. Ich habe meine Truppen auch schon versammelt. Wir rücken nach Nordosten aus, um dort die Rubinstern-Streitkräfte zu bekämpfen. Wenn wir sie vernichten, können sie Prinz Charles und seine Truppen nicht später in die Zange nehmen. Soweit ich mich mit der Vorbereitung meiner Truppen fertig bin, machen wir uns auf Gen Nordosten. Oh Mist. Achso. Aha, Gen Nordosten. Ich habe Liv nach Nordosten zur Aufklärung geschickt, aber sie ist nicht zurückgekehrt. Ich befürchte, ihr könnte etwas zugestoßen sein. Wir werden alle sterben! Ich melde. Amaris und ihre Streitkräfte sind durch unsere Verteidigung gebrochen und rücken vor. Eine Wache läuft zu Jane und erstattet ihr Bericht. Das ist unmöglich. Unser Lager wird von meinem Abwehrtalisman beschützt. Wie sollen sie da durchgekommen sein? Es sei denn, vielleicht... Janes ungläubiger Gesichtsausdruck weicht nun deutlich bis... Was? Janes ungläubiger Gesichtsausdruck weicht nun deutlich bis... Weicht nun deutlicher Besorgnis. Ja, ziemlich gut formuliert.